Es geht mal wieder weiter mit einem Trainingsvideo. Der Schwerpunkt lag in dieser Einheit zwar auf der Gymnastikreihe, aber angefangen haben wir hier mit drei Cavaletti auf einer Zirkellinie. Ich bin mit Merida selber mitgeritten. Das Ziel war erstmal, mit einer rhythmischen, gleichmäßigen Anzahl von Galoppsprüngen die beiden gegenüberliegenden Cavaletti zu reiten, also das Gelbe, was jetzt gleich kommt, und dann das Rote, das da oben haben wir erstmal ausgelassen. Und theoretisch sollten wir dann nach einer rhythmischen Runde mit gleichmäßig vielen Galoppsprüngen bei der nächsten Hälfte ein weniger und bei der nächsten Hälfte ein mehr machen. Also in meinem Fall, ich bin jetzt zweimal 14 geritten und dann einmal 13, dann einmal 15. Merida hat sich beim Zurücknehmen sehr schwer getan. Nach vorne ging gut, da konnte ich gut einen rausnehmen. Und zurück ist sie mir ausgefallen, aber ist auch erstmal gar nicht schlimm. Bei den Kindern war das wirklich noch sehr schwierig und sehr ausbaufähig, weshalb ich mich am Ende dann damit zufrieden gegeben habe, dass sie einfach rhythmisch mit möglichst einer gleichen Galoppsprunganzahl diese beiden Cavaletti reiten. Also das ist definitiv was wir noch ausbauen müssen, denn da haben sie sich wirklich sehr, sehr schwer getan, hätte ich gar nicht gedacht. Denn eigentlich hat man ja vor allem auf so einem Zirkel wie hier, der jetzt keinen Zaun drumherum hat, sehr einfach die Möglichkeit, den Zirkel etwas enger oder etwas weiter zu reiten, um im die Galoppsprungzahl mehr oder weniger herauszureiten. Aber da haben sie sich wirklich sehr, sehr schwer getan, zum einen das zu zählen, dabei nicht ihren Rhythmus zu verlieren und dann noch den Zirkel entsprechend zu manipulieren, also größer oder kleiner zu reiten. Aber gut, für mich als Trainer weiß ich, was wir weiter üben können. Genau, wir hatten jetzt gerade Maren auf Poldi, jetzt Alexa mit Meloni und die vierte im Bunde war dann noch Nina mit Egon. Wir haben das Ganze erstmal auf der linken Hand gemacht und dann natürlich auch auf der rechten Hand gemacht. Grundsätzlich kann man das Ganze natürlich dann noch aufstocken und alle drei Cavaletti mitnehmen. Da das jetzt aber hier bei allen noch nicht so sicher geklappt hat mit den gegenüberliegenden Cavalettis, wollte ich es jetzt nicht noch schwieriger machen und noch ein Cavaletti dazu nehmen, denn das erfordert schon, dass man einen gewissen sicheren Rhythmus abrufen kann. Und wenn das sozusagen nicht funktioniert, brauche ich ja nicht noch ein Cavaletti auf den Weg zu legen sozusagen, wenn schon der Rhythmus zwischen diesen beiden weit auseinanderliegenden Cavaletti schwer ist. Das wäre dann also die Steigerung des Ganzen und es ist ja wie gesagt auch noch nicht aller Tage Ende und ich denke, die Übung werdet ihr bestimmt nochmal irgendwann bei uns im Video sehen und da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Genau, also jetzt noch Nina mit Egon. Bei dem einen freut mich erstmal, dass sie mittlerweile wirklich ein relativ flüssiges Grundtempo haben. Früher war es, was ist früher? Vor ein paar Monaten war es ja eher so, dass Egon immer eher nicht vorwärts wollte und Nina auch sehr, sehr unruhig mit ihrem Bein wurde. Und ich finde, es ist sehr viel besser geworden. Also zum einen ist er sehr viel motivierter und zum anderen ist ihr Bein zwar immer noch unruhig, aber nicht mehr so sehr, sehr unruhig. Jetzt kam wieder Merida. Ja, Merida hat so ein bisschen in letzter Zeit sehr viel Bock aufs Springen bekommen und sie hat halt verstanden, was ihre Aufgabe ist. Und wenn du sie gegen den Sprung reitest, dann zieht sie halt ganz schön los, aber das natürlich noch nicht schön über den Rücken, sondern macht sich eher fest. Deswegen arbeite ich jetzt gerade eben zum Beispiel auch mit Gymnastik rein daran, dass sie wirklich ihren Rhythmus hält, dass sie sich nicht wie hier so stark nach vorne rausmacht, sondern dass sie wirklich auf mich wartet und da war diese Übung wirklich perfekt. Und jetzt ist sie mir hier falsch gelandet, nicht schlimm. Aber ansonsten konntet ihr jetzt gerade sehen, dass ich eben einmal die gleiche Galoppsprunganzahl geritten bin, dann einmal ein weniger und einmal ein mehr. Also das hat bei Merida und mir soweit erstmal funktioniert. Es war noch nicht so schön, wie ich mir das gewünscht habe oder so durchlässig, wie ich mir das gewünscht habe. Aber an sich war die Aufgabe erstmal erfüllt. Genau, bei Maren und Polly jetzt auf dieser Hand jetzt auch besser geklappt. Da kam dann auch mehr auf die treibende Hilfe als noch auf der anderen Hand. Also da war die rechte Hand auch die bessere Hand. Und bei Alexa mit Meloni hat es, glaube ich, auf beiden Händen soweit ganz gut geklappt. Da es fehlt eben noch diese positive Körperspannung. Also Meloni läuft noch sehr gezogen und Alexa kriegt sie wenig nach vorne rausgetrieben, was einfach auch auf den noch recht langen Zügel zurückzuführen ist. Dadurch natürlich auch keine Anlehnung und keine Spannung. Also die Hinterhand kann nicht aktiv nach vorne untertreten, sodass auch keine positive Körperspannung in Meloni entsteht. Und dadurch ist natürlich eine Beschleunigung nach vorne auch nur schwer möglich, aber da werdet ihr dann gleich in der Reihe sehen. Das klappt nämlich da wirklich sehr gut. Alexa findet zwar Reihen extrem blöd, weil sie natürlich mit Meloni da immer nicht so gute Abstände, also was heißt nicht so gute Abstände, aber sie muss natürlich die gleichen Abstände reiten, die ich auch mit Merida reite zum Beispiel. Und das fällt ihr natürlich schwer und da muss ich auch mal ein bisschen vorwärts reiten und das auch mal zulassen und das fällt ihr durchaus dann noch ein bisschen schwer. Und deswegen ist es eine sehr gute Übung für sie, aber wenn sie weiß, dass wir Reihe machen, dann zieht sie schon immer ein Gesicht. Aber deswegen üben wir das und ich finde, es ist mittlerweile auch schon richtig gut geworden. So, jetzt sind wir einmal die Reihe einfach mit am Boden liegenden Stangen durchgeritten.
hier mit Polly und Merida, sind wir immer aus dem Trab gestartet. Egon sollte es eigentlich auch aus dem Trab machen, aber Nina ist meistens vorher schon angaloppiert. Und Meloni sollte es wirklich aus dem Galopp machen, einfach weil die Abstände für sie ja einen Ticken größer sind, dass sie auch wirklich genügend Schwung hat. Aber das hat jetzt hier erstmal sehr souverän geklappt. Jetzt haben wir um zwei Kreuze ergänzt. Einmal dieses hier und dann eben auf zwei Galoppsprünge hinten beim Blauen wieder raus. Das hat sehr souverän mit Merida geklappt. Polly hat es auch ganz brav gemacht. Hier so ein bisschen, hätte er so ein bisschen positiveren Zug haben können. Ja, mit Egon hat es auch auf zwei gut geklappt. Und auch Meloni ist halt jetzt hier einmal nicht angaloppiert, sondern erst hier hinten. Da hat sie natürlich auf zwei, war es dann sehr weit, weil sie ja den Schwung erstmal nicht hatte. Deswegen haben wir es gleich nochmal gemacht. Jetzt ist sie so ein bisschen besser reingekommen. Es war immer noch nicht gut, aber sie ist schneller reingekommen und dann hat es hinten auch besser gepasst. So, wir haben zwei weitere Kreuze dazugenommen. Jetzt haben wir also drei Kreuze und hinten einen kleinen Ochser erstmal mit Kreuz vorne. Das hat jetzt bei den beiden Großen auch ohne Probleme geklappt. Die kamen auch gut raus. Ja, bei Nina sieht man immer noch, dass die in der Gymnastikreihe sich immer wieder hinsetzt. Wisst ihr, wie ich meine? Also man bleibt ja vorne im leichten Sitz in der Gymnastikreihe und das ist ihr sehr schwer gefallen, das umzusetzen und dadurch hat sie Egon auch so ein bisschen in der Bewegung behindert, weshalb es gleich auch noch zu einem Stopp kommt. Bei Alexa sieht es jetzt übrigens aus, als wäre da voll die hohe Stange, die hätten wir aber erstmal rausgenommen, damit sie erstmal nur das Kreuz springt, ja. Merida ist jetzt hier, hat es erstmal vorne ein bisschen verballert, hat sie ein bisschen reingeglotzt, als dann überall Kreuze waren. Jetzt hat sie mir erstmal hinten die Stange rausgehauen, aber jetzt haben wir wirklich einen guten Ablauf hinbekommen und damit war für Merida auch Feierabend. Also da hat sie wirklich einen sehr schönen rhythmischen Ablauf gezeigt. Ja, dann Poldi und Maren. Da ist Maren einmal so ein bisschen, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Hat sie jetzt aber im zweiten Mal wesentlich viel besser gemacht, einfach den Rhythmus mitgenommen und dann springt Polly da ja auch ganz brav drüber, der war dann auch durch. Ja, und jetzt eben bei Nina und Egon, ihr seht, dadurch, dass sie sich immer hinsetzt zwischen den Kreuzen, behindert sie ihn so ein bisschen und dann hat er einfach auch so ein bisschen der Mut gefehlt, hinten drüber zu springen. Wir haben es dann nochmal runtergebaut, dass sie einfach auch noch einen guten Abschluss haben und haben es dann für den Tag auch gut sein lassen, weil, wie gesagt, wir haben ja noch mehr Trainings. Jetzt für Alexa noch einmal mit einem Kreuz. Und dann nochmal mit einem kleinen Ochser zum Abschluss. Und das hat auch sehr gut geklappt. Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich finde, man sieht gute Fortschritte. Und morgen kommt dann der zweite Teil. Da reite ich dann Percy und Quintino und Kasper. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Samstag. Tschüssi!